Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und alles auf Rot. Das könnte ja eigentlich ist das ja so ein Spruch aus dem Casino, ne? Entweder alles auf Rot oder alles auf, was gibt es denn da noch für Farben? Grün, ne? Oder halt auf eine Zahl. Wobei auf eine Zahl, glaube ich, immer so ein bisschen mehr Auszahlung gibt. Aber All-In kann man natürlich dann auf eine Farbe bringen. Ich habe mir jetzt eben mal den Clan-Krieg hier angeschaut. Im Clan Free-to-Play, wo ich tatsächlich mit allen meinen Rathäusern auf Rot bin, verstehe ich eigentlich gar nicht. Ich wollte mindestens eigentlich immer mit einem Account dabei sein, je nachdem, wer dann gerade einen Helden ausbaut oder halt auch nicht. Aber letztendlich wollte ich eigentlich immer mit einem wenigstens dabei sein, sodass ich vor allen Dingen nicht die Clan-Kriegsübung verliere. Aber ich habe schon wieder gesehen, dass es hier auch wieder so ein paar Unstimmigkeiten gab, also jetzt nicht im Clan, sondern eher was dieses fiese Matchmaking wieder mit uns anstellt hier. Komme ich gleich aber mal drauf und stelle dann immer wieder fest, dass es ja doch noch sowas gibt wie so eine Art Kriegsgewicht. Aber wie gesagt, das sehen wir gleich. Wir gucken uns erstmal so ein, zwei Angriffe an und dann komme ich da mal drauf zu sprechen, weil wir dann sowieso in die etwas höheren Bereiche kommen. Aber Minka hier schön mit den Drachen das Nest hier überflogen und hat noch zusätzlich drin gehabt. Ah, ich sehe es hier gerade, ein Drachenreiter. Okay, schön mitgenommen, jawohl. Habe ich im Rathaus 10 Bereich in der Kleinburg noch gar nicht gesehen, den Vogel. Aber es scheint ja super zu funktionieren, der überlebt in jedem Fall. Und so sind das hier schöne 3 Sterne. Vom Minka, also Rathaus 10 auf Rathaus 10. Der hätte ich natürlich auch mitmachen können. Bin ja mit dem Toto gerade da. Der ist 10 und macht eigentlich baut er gerade nichts aus. Ne? Eigentlich baut er gerade nichts aus. Naja, egal. Elbjung. Gegen die komische, so eine Base hatte ich auch schon mal, glaube ich. Ja. Ich glaube, so eine ähnliche Base hatte ich schon mal. Aber auch dem Elbjung hier scheint diese Base gefallen zu haben, denn er hat sie hier gedreiert. Clash of Clans heißt übrigens der Account, gegen den er gerade spielt. Das ist auch sehr, sehr schick. Okay, da hat einer so richtig den Namensreichtum sich einfallen lassen, wenn man sich einfach so nennt wie das Spiel, ne? Ich meine, okay, bei Toto Clash steckt auch ein bisschen Clash drin, aber Clash of Clans, da muss man erstmal drauf kommen, würde ich sagen. Egal. Was hat er gemacht? Da geblitzt. Okay, und das, was ich mal gesagt, schon öfter gesagt habe, wenn die Leute denn blitzen, dass sie der Luftabwehr, die denn da noch steht, entgegenkommen und nicht die hinteren Luftabwehren blitzen. Ich meine, er konnte jetzt die ganz, ganz hintere hier jetzt nicht mehr blitzen, aber die Feger stehen natürlich auch suboptimal. Suboptimal kriegt die Luftabwehr hier unten mit seiner Queen weg und hat schön gefunnelt jetzt. Jetzt können die Drachen schön die ersten Felder hier abfliegen. Und wie gesagt, es stört ja erstmal gar nichts, denn die Feger stehen ja erstmal absolut in die nicht ganz richtige Richtung. Vielleicht sollte der Kollege einfach mal einen drehen. Das schreckt dann auch schon ab, ne? Ich habe jetzt die Tage beim lieben Itzu gesehen, der dann auch mal nur 2 Sterne holt und sich eigentlich sehr, sehr sicher war. So ein bisschen schadenfroh ist man dann immer, dass es ihm auch passiert und er sich auch zu schick war, den Feger zu friesen. Er hat keinen Feger gefriest und ich glaube, das hat ihn den 3. Stern gekostet. Hätte Fahrradschlauch, ja, aber ich denke mal, viele sind sich dann auch, ja, muss man, so sage ich das immer, viele sind sich einfach dann zu fein, um genau dieses Symbol des Schreckens, diesen Feger, einfach mal wegzufriesen, die ganze Zeit, wenn es drauf ankommt, denn sonst kriegst du deine Flugtiere nicht richtig in die Bahn und kommst überhaupt nicht voran. Die werden immer weiter nach außen geschoben, kriegen die ganze Zeit Beschuss, aber ich glaube, hier haben, glaube ich, alle Drachen überlebt, oder? Alter, war das ein dominanter Angriff. Meine Herren, sehr, sehr schön gemacht. Und klar, wenn es natürlich in die oberen Bereiche geht hier, dann sind wir jetzt schon bei Rathaus 12. Und hier sehen wir dann auch ein Rathaus 12 gegen 12. Oh, mit Machttrank, okay. Mit Machttrank, nicht schlecht. Wopper, also auch hier wird, finde ich gut, dass wenigstens ihr die Machttränke nutzt und ich mache das nie. Ich weiß auch nicht warum.
Ich soll es einfach mal tun, glaube ich. Auch mal einfach die Machtränke nehmen. Kommt ja aber auch schön mit den Drachen rein. Und ich wollte gerade sagen, schade eigentlich, dass die Kollegen hier nicht mal mit so ein paar Bats angreifen oder so. Denn gerade hier unten der Eisgolem, was hat er jetzt gemacht? Er hat jetzt nur den Magierturm getankt. Das war jetzt nicht so viel, ne? Aber auch hier stört in dieser Base kein einziger Feger und er bekommt die Blimp. Na? Ah, locker. Guckt euch das mal an, wie heile die noch ist. Bekommt er auf jeden Fall einen Drache drin, zwei Loons drin. Perfekt. Hier unten jetzt noch gerade die Queen, die könnte ein bisschen dauern, weil sie erstmal ein bisschen rumhampelt, aber auch hier ein Drachenreiter in der Base, okay. Den nehme ich mal in mein Thumbnail mit rein. Dass er so häufig genutzt wurde, würde ich mal sagen. Das habe ich noch gar nicht fertig. Und dann irgend so ein Clash of Clans Teil muss da immer rein. Habe ich manchmal das Gefühl. Ich finde es auch sehr, sehr schick. Und aber hier ist jetzt erstmal Ende. Das heißt also Rathaus 12 auf Rathaus 12. Perfekt. Und 3 Minuten dauern diese Angriffe ja gar nicht. Dann können wir mal richtig, richtig viel sehen. Na, hier oben wird schon ein bisschen enger. Da ist Wopper nochmal. Zibi. Und was machen wir denn eigentlich hier oben? Okay, Minka. Marderlein. Oh, 91%. Wie knapp. Aber hier ist genau das, was ich sage, Leute. Dieses angesprochene Kriegsgewicht, das gibt es noch. Denn das hier ist ein Rathaus 14. Und er hat auch alle Verteidigungen gebaut, allerdings einige Verteidigungen einfach nicht weitergelevelt, nämlich die Magiertürme, die Kanonen, die Minenwerfer. Und ich denke mal, das zählt nach wie vor zum Kriegsgewicht dazu. Und deswegen ist dieser Kollege hier nur auf 2 gerankt. Und ja, wenn er eine gute Truppe hat, dann legt er natürlich hier jeden, den er von oder gegen den wir treffen, denn oben haben wir ja ausschließlich Rathaus 12 und das ist eigentlich das, was ich angesprochen habe. Mein Kaffee ist übrigens schon wieder kalt. Das ist das, was ich angesprochen habe und deswegen glaube ich ja, es gibt immer noch sowas wie ein Kriegsgewicht, aber eigentlich ist er dösig. Ich meine, der Kollege freut sich natürlich immer an Ast, dass er immer schön kleinere Rathäuser machen muss. Die er dann natürlich auch 3 hat, aber damit kann man sich letztendlich jetzt, ich nenne es mal so, nicht wirklich brüsten. Immer so 1-2 Stufen. Ich meine, für ihn sind unsere Rathausstufen 2 tiefer, muss man auch ganz klar sagen. 2 Rathausstufen tiefer, nein, nicht eine Rathausstufe, sondern 2. So, ich gehe mal eben ans Telefon, ich lasse den Anruf aber weiterlaufen. Mann. Okay, da gab es jetzt mal eine kleine Leerphase für euch. Ich bin jetzt einfach mal dran gegangen und habe den Angriff einfach für euch weiterlaufen lassen. Aber knappes Ding hier. Der Lavahund, ja, der hätte jetzt am Ende noch ein bisschen gestört. Nur der Magertum hätte dann auch nicht wirklich viel Schaden gemacht, denn in der Farbe machen die noch nichts, so will ich das mal sagen. Und naja, aber wie gesagt, sowas gibt es hier, sowas wie ein Kriegsgewicht, denn der Kollege hier, Minka hat ihn sogar gemacht mit dem Rathaus 10. Guck mal einer an, nicht schlecht. Okay, 23 Babydrachen, 10 Blitzzauber und einen Erdbebenzauber. Das finde ich ja mal cool. Das finde ich ja mal sehr, sehr cool.
So, gucken wir mal, wie er sich hier geschlagen hat und wie er das vollbracht hat, hier zwei Sterne aus der Base rauszukitzeln. Das ist ja die Nummer 1 und Minka ist ja relativ weit unten als Rathaus 10. Und das ist ja, das, ja, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Bin gerade ein bisschen von den Socken. Ich hatte eigentlich gedacht, dass jemand da oben von den etwas höheren Rathäusern die Base hier gemacht hat. Aber die haben dann eher im unteren Bereich dann wahrscheinlich die Sterne geholt. Und das macht er sehr, sehr schön hier. Mit dem Babydrachen hat immer noch 11 Stück und schon mal ganz schön viel Prozente hier außen gescheffelt. 30, 31. Jetzt geht es hier Richtung Rathaus. Da kann er auch ganz, ganz safe mit der Blimp arbeiten. Jetzt gucken wir gleich mal, wo er denn die letzten beiden Blitzzauber und den Erdbeben setzt. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, ob er das am Feger macht oder ob er das bei noch einer Luftabwehr lohnt sich nicht, würde ich sagen, denn er ist ja ganz klar auf 2 Sterne gegangen, nimmt aber den Adler hier hinten mit den Helden raus. Okay, er hätte auch das Rathaus kriegen können mit den Helden, ne? Ah, ne, kriegt er doch. Doch, kriegt er. Er kriegt den Adler. Blimp gespielt. Okay, jetzt hat er da natürlich nichts vor. Und oh, der Feger macht ja fast gar nichts. Ah, okay. Kurz mal das Rathaus aktiviert. Perfekt. Krasser Angriff, oder? Was sagt ihr? Rathaus 10 auf Rathaus 12. Ne, Rathaus 13. Entschuldigt. Rathaus 13, das ist ja cool. 3 Stufen hochgegangen hier der Kollege. Ah, coole Sache. Sehr, sehr cool. Naja, aber wie gesagt, und hat das schön mit den Sneakies gemacht. Perfekt. Das freut mich schon wieder so ein bisschen. Aber wie gesagt, hier oben das Matchmaking. Ich meine, klar, die Nummer 2, 3 hat natürlich dann den Tät hier. Ist überhaupt kein Thema. Und wir können auch mal reingucken, wie der so im Profil aussieht. Ja klar, hat er alle Helden, aber guckt euch das mal an. Das macht doch den Unterschied, muss man sagen. Es macht doch dann den Unterschied. Der hat noch nicht mal selber die Drachenreiter. Er hat selber noch nicht mal den Kopfgeldjäger, den Headhunter. Kopfjäger. Gucke ich gleich nochmal nach. Und Golem auf 0, beziehungsweise auf 1 ist er dann ja. Und nicht wirklich gute Truppe, aber Elektrodrachen. Das reicht in der Regel. Loons auch hoch. Und womöglich Blitzzauber, ja, alles klar. Ja, also dolle ist das jetzt nicht, ne? Muss man ganz klar sagen. Und auch die Base ist nicht so dolle, die haben wir ja nun schon gesehen. Im Clankrieg, also wie gesagt, einige Sachen einfach down gelassen hier. Die Minenwerfer, die Kanonen, Magierturm in der Reihenfolge, ist es richtig. Magierturm, Kanone und den Minenwerfer einfach auf niedrigen Level gelassen. Die anderen Sachen konnte er natürlich hochziehen. Adlerartillerie, ihr seht, die X-Bogen kann man auch einfach hochziehen und trotzdem ist man so mau im Ranking. Hat der denn eigentlich alle Truppen? 300, ja, ich meine, er hat auch alle Lager, also es ist immer schwierig. Es ist immer schwierig, es bleibt schwierig hier bei Clash of Clans, was manchmal das Matchmaking angeht, aber noch sieht es eigentlich ganz gut aus. 41 zu 25, nur die oberen hier haben auch noch gar nicht wirklich angegriffen. Im unteren Bereich ist bei uns sogar noch was offen. Die gucke ich mir gleich mal an. Scheinbar Minka ist jetzt heute schon öfter mal aufgefallen, sowohl positiv als auch positiv. Positiv erster Angriff 3 Sterne, positiv Angriff Rathaus 10 auf Rathaus 13 2 Sterne. Und nur 2 Sterne kassiert. Da muss da was an dem dran sein, ne? Oder an ihr, keine Ahnung. Krass. Okay, da muss ich noch ein bisschen tiefer wühlen. Aber ich stelle mich jetzt erstmal, glaube ich, mit dem Account hier auf. Ja, das ist ein Elfer. Da kann ich ja mit. Ich kann im Moment nichts leveln, würde ich sagen. Und, oder kann ich. Ja, nicht wirklich. Ich meine, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich die 6 Millionen habe. Also, so lange jetzt nicht, aber ich könnt eigentlich mal mitgehen, ne? Ich gehe mal mit hier, machen wir mal einen grün und dann gehe ich mal mit dem Toto wieder mit. Ich hoffe, das freut meine Meute hier auch ein bisschen, damit der Clan nicht ganz so
ja, wie wir haben einige geschrieben, tot erscheint, ist er nämlich gar nicht. Wir spielen hier halt nur so, ja, so ultra casual. Mal gerade reingucken. Ich würde beitreten, da ich irgendwie keinen anderen Clan finde. Oh, wir sind hier Resterampe oder was? Der cool ist und regelmäßig CWs macht. Okay, nehmen wir mal an. Ich hätte vielleicht vorher hier reingucken sollen. Okay, ist ein Rathaus 8, nehmen wir aber gerne mit. Mal sehen, wenn wir so 2-3 Achter haben unten, dann machen wir das gerne mit nur einem Achter. Ist es schon schwierig, aber ich meine, wir machen regelmäßig CKs hier. Vielleicht will er ja auch nur zugucken. Das wissen wir jetzt nicht. Vielleicht sehen wir wieder Rathaus 8 Action. Ich hoffe mal nicht. Also, nicht mehr alles auf Rot, aber demnächst wieder mit im Clankrieg. Ich hoffe, wenn wir heute Abend starten, dass wir morgen Abend vielleicht ein bisschen was live machen können. Mal sehen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal für heute. Wünsche euch noch einen schönen Resttag. Danke fürs Zuschauen und bis dahin, euer Toto. Clasht!